Morgen! Hallöchen! Wir gehen heute zu den... The Kelpies! Die seht ihr schon im Hintergrund. Wir sind Melanie und Uwe. Und schon seit 1990 sind wir am liebsten in der schönen Natur unterwegs. Dazu gehört für uns das Wandern, allein oder mit Freunden, Reisen mit unserem selbst ausgebauten Van und vor allem den Moment genießen. Mehr brauchen wir nicht. Kelpies sind Wassergeister in Pferdegestalt. Diese super rostfreie Stahlkonstruktion ist nur 30 Meter hoch. Andy Scott hat die erschaffen, das war ein Glasgower Bildhauer und soll die kraftvolle Armpferde darstellen, wie sie zum Arbeiten heutzutage noch teilweise hier in der Region genutzt wird. Wir haben die Besichtigung hinter uns gebracht. Ihr seht, was passiert. Uwe ist wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung. Aber was ich euch unbedingt zeigen muss, wir haben ja The Kelpies besichtigt und jetzt schaut mal, der Parkplatz, der uns zugewiesen wurde, wir trinken jetzt Kaffee mit Blick auf die Kelpies. Ist doch klasse, oder? Hier kommt auch schon das nächste Highlight. Dies ist ein auf der Welt einzigartiges Schiffshebewerk mit Rotationsprinzip, das zur Revitalisierung der Forth- und Clyde-Kanäle diente. Kostenpunkt 17 Millionen Pfund. Thank you.
Im Anschluss haben wir dann auch noch einen schönen Platz am Kanal gefunden. Während Melanie noch ein bisschen in der Sonne chillt, gehe ich noch eine kleine Runde hier an dem Kanal entlang. Da soll es noch was Interessantes zu sehen geben. Mitten durch die Stadt hatten wir dann endlich einen Parkplatz gefunden und mussten feststellen, die Parkgebühr beträgt 7 Pfund pro Stunde. Und was macht man eine Stunde in Edinburgh? Das lohnt ja gar nicht. Also das ist ein bisschen viel Geld. Das andere sind alles Parkhäuser, da können wir ja nicht rein mit unserem Gustav. Ja. Und jetzt parken wir auf dem Tesco-Parkplatz. Und müssen aber 20-25 Minuten reinlaufen. Aber dafür können wir da 3 Stunden kostenlos parken und wir beeilen uns jetzt halt. Den Cooper mussten wir ja sowieso da lassen, weil das viel zu viel ist für ihn. Die Tour fängt hier schon gut an. Wir gehen hier durch den Tunnel. Warum hat uns eigentlich keiner gesagt, dass Edinburgh so bergig ist? Mann.
Hier sieht man einen viktorianischen Spitzturm. Dies ist das Scott-Monument zu Ehren des Autors Sir Walter Scott. Ab durch den Trubel von Edinburgh. Oh wei. Hallo aus Mimis Bakehouse, das war uns empfohlen worden. Ja, von der lieben Vicky. Und wir sitzen jetzt hier und werden frühstücken. Genau. Auch hier treffen wir wieder auf William Wallace. Jetzt aber ab in den Schnapsladen. Hier gibt es Whiskys unterschiedlichster Preisklasse. Der teuerste hier kostet so viel wie ein Auto. Sie haben sogar einen Whisky, den wir auch haben. Den da. Alle anderen habe ich nicht gefunden. Tja, und den hätten wir ganz gerne. Aber ich glaube, 1200 Pfund. Also für 20.000 Pfund nehme ich dich noch glatt mit. Ja, das Castle sparen wir uns, denn der Andrang ist einfach zu groß. Woo!
Man sieht hier Kunst am Starbucks-Gebäude. Ging es wieder zurück zu Gustav und Cooper und wir haben uns sofort einen Platz zum Verweilen gesucht. Wir stehen auf einem Parkplatz, der hier eine Sackgasse hat. Da geht es nicht mehr weiter. Man sieht da so ein bisschen aufgewühlte Spuren. Ja, dahinter kommt dann irgendwann eine mit Steinen zugelegte Durchfahrt, wo sich ein großer Misthaufen befindet. So, die Sonne kam raus und ich habe mir jetzt mal die alte Sandsteinbrücke von 1819 angeschaut, die leider ihre schöne Nutzung seit 1971 aufgeben musste, weil dann halt die Straße neu gemacht wurde. Und zwar da drüber. Jetzt fährt gerade gar kein Auto, sonst könntet ihr es sehen. Mit dieser schönen alten Sandsteinbrücke beenden wir dieses Mal unser Video und hoffen, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, was zu tun ist. Bleibt nur noch zu sagen, bleibt gesund und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Thank you.